bis ganz nach unten. April, April? Yay, April! April? Vielen, vielen Dank, dass du mir hilfst. Schon gut. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Verschwinden wir von hier, bevor jemand auftaucht. Okay. Wo gehen wir hin? So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich meine, wir können versuchen, uns nach draußen durchzuschlagen. Aber ich weiß nicht, wie gut du mit einem Stab bist. Nicht sehr. Wir müssen uns etwas anderes ausdenken. Rollenwechsel? Wir müssen einen Weg hinausfinden. Jetzt. Alles klar. Dann, mal schauen. Hier ist der Haupteingang. Und hier habe ich eine kleine Nebentür gefunden. Sie haben eine Küche, aber kein Küchenpersonal. Glück für uns. Gut, vielleicht hat das Küchenpersonal ja eine Hintertür, die auch nach draußen führt. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Aber das Fenster sieht sehr eng aus. Dann wollen wir die Kiste mal zurechtschieben. Hey, hilf mir bitte, dieses Ding zu dieser Wand rüberzuschieben. Und hopp. Und noch ein Stück. Ach, das war's schon. Okay. Und wieder ein Rollenwechsel. Ach, das Fenster wird doch groß genug sein. Da ist ein großer metallener Haken an der Wand. Ja, und? Da ist ein großer metallener Haken an der Wand. Du sollst ihn aber benutzen. Gegenstände habe ich keine mehr. Ah, ich glaube, ich weiß schon Bescheid. Wir brauchen wahrscheinlich sowas wie ein Seil. Ah, alles schön praktisch in der Nähe. Wir brauchen nämlich ein Seil, damit wir das am Haken befestigen können, weil das Fenster wahrscheinlich etwas weit oben über dem Boden ist, von außen gesehen. Da ist ein großer metallener Haken an der Wand. Und dann brauchen wir etwas, um uns herunterschwingen zu können. Dann mal los. Raus aus dem Gefängnis. Sehr schön. Dann wären wir schon mal draußen. Wie ist unser weiterer Plan? Was ist nun zu tun? Komm schon, April, schneller. Was meinst du damit, dass du nichts damit zu tun schneller hast? Schneller Cut. Du hast es, April, ob du es willst oder nicht. Ich verstehe, dass du verärgert bist, aber dies ist nicht mein Kampf. Das weiß ich jetzt. Oh, weil dieser Guardian dir das erzählt hat, nicht wahr? Weiß er etwa alles? Vielleicht nicht. Aber er sagte mir, dass meine Rolle in dieser Sache vorüber ist. Ich bin frei. Moment mal. Du gehst jetzt einfach? Du hast nicht vor, mir zu helfen? Was soll ich dann tun? Dir wird schon etwas einfallen. Da bin ich sicher. Ich weiß, dass ich... Fein, ja. Gott hat dir verboten, noch einmal ein Risiko einzugehen. Hast du dir jemals überlegt, dass der Grund dafür, dass du diese Welt bereits einmal retten konntest, darin liegt, dass andere dir halfen? Natürlich haben mir andere geholfen, ja. Und jetzt leiden sie dafür. Es gibt keine Gerechtigkeit im Universum. Egal wie viel du gibst, es gibt keine Garantien, dass du jemals etwas zurückerhalten wirst. Das ist kein Grund aufzugeben. Man nennt es Vertrauen haben, April. Du solltest es vielleicht ausprobieren. Das ist... Sieh mal, Zoe. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich half dir, so gut ich konnte. Jetzt musst du allein weitermachen. Ich muss mich um andere kümmern. Fein. Wenn ich das allein schaffen muss, dann tue ich es. Ich wünsche dir ein schönes Leben, April. April, was zum Henker ist los mit dir? Crow. Oh, nenn mich nicht Crow. Du lässt dieses arme Mädchen hier hinausspazieren? Sie brauchte deine Hilfe. Nein, Crow, braucht sie nicht. Ich habe mit dem Guardian gesprochen und... Die April Ryan, die ich kenne, wäre nie zufrieden gewesen mit... Ich sprach mit dem Guardian. Sie hätte alles getan, um ihr zu helfen. Hör mal, ich bin nicht mehr die April Ryan, die du einmal kanntest. Ich bin es leid, für jedermann verantwortlich zu sein. Ich bin überhaupt so müde geworden.
Schade, denn die Welt da draußen wartet nicht darauf, bis du wieder munter bist. Und wenn du schon nicht gehst, um Zoe zu helfen, dann werde ich es ganz bestimmt tun. Yay, Crow ist auf unserer Seite. Ach, vergiss es. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich sorgen muss. Na, wenigstens hilft uns einer in unserer wichtigen Aufgabe, die Welt zu retten. Haha. Hey, Zoe, warte mal! Warte! Hey! Wow, du bist eine schnelle Läuferin. Lange Beine und miese Laune. Eine tödliche Kombination. Aber warum will April dir nicht helfen? Ja, das ist eine gute Frage. Verteidige Aprils Taten oder hinterfrage sie? Hinterfragen wir sie mal. Seien wir mal etwas angriffslustig. Ich weiß nicht. Es scheint, als interessiere sie sich nur für sich selbst, für sonst niemanden. Genau. Sie ist egoistisch und gemein. Und mir reicht's mit ihr. Von jetzt an bin ich dein Kumpel. Mein Kumpel? Sieh mal, ich bin nicht der Heldentyp. Aber ich bin auch nicht der Sitze im warmen Zimmer, wenn die Welt zur Hölle geht Typ. Wenn Dinge getan werden müssen, helfe ich sie zu tun. Ich hatte noch nie zuvor einen Kumpel. Ist nicht schwer. Ich sorge für Spott und Kommentare. Du tust den Rest. Welchen Rest? Das Reden und Rumrennen und Weltretten und so. Falls ein hilfreicher genau. Tipp oder eine, du weißt schon, ein unpassender Witz gebraucht wird, bumm, bin ich da. Cool. Oh, ich weiß, was das bedeutet. Sag nichts, sag nichts. Das heißt, großartig, stimmt's? Also, wo fangen wir an? Vor allem wie die Kumpel, wie die ihn Kumpel nennen. Ich glaube, in der englischen Version heißt es Wingman. Und falls jemand von euch den Begriff Wingman kennt, dann werdet ihr auch wissen, dass das nicht gleich Kumpel heißt. Sondern eher sowas wie Weggefährte, bloß cooler. Das ist ein Wingman. Und vor allem zum Crow, zum Raben, als Vogel passt es noch so schön. Wingman ist ein schönes Wortspiel. So. Hat Crow vielleicht einen Vorschlag? Oder wollen wir ihm erstmal danken, dass er uns geholfen hat, beim Ausbrechen vor allem? Danke, dass du mein Kumpel bist, Crow. Ich hatte diese moralische Unterstützung bitter nötig. Moralische Unterstützung ist mein zweiter Vorname. Nicht Cornelius, wie es manchem bösen Gerüchteschmied lieb wäre. Cornelius? Verdammt. Ach, Cornelius ist das also. Aber ich bleib bei Crow. Hast du vielleicht einen Vorschlag, Crow? Was könnten wir als nächstes tun? Nun ja, was schlägst du denn vor, Crow? Ich schlage vor, wir holen Hilfe. Du bist jung und unerfahren und bist, seien wir ehrlich, so verloren wie ein Baby im Wald. Ohne das sexistisch gemeint zu haben. Ich andererseits bin weise, was den Lauf der Welt angeht. Allerdings habe ich momentan keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Also brauchen wir Hilfe von jemandem, der sowohl weiser als auch raffinierter ist als wir beide. Bärte sind ein guter Tipp. Bärte? Sie implizieren Alter und Weisheit und außerdem manchmal geringe persönliche Hygiene. Ich glaube, diese Dinge haben eine Verbindung. Hast du denn jemanden im Visier? Da gibt es einen Typ, den April kennt. Er ist zurzeit in der Stadt. Er hat einen Bart und er ist erwachsen. Eine perfekte Kombination. Sein Name ist Brian Westhouse. Oh, Brian Westhouse. Wir sollten diesen Westhouse ausfindig machen. Gut. Wo können wir diesen Westhouse finden? Wie es das Glück will. Nein, warte, es ist eher das Schicksal. Wenn ich eins jemals gelernt habe, wenn solche Dinge passieren, ist es fast immer Schicksal. Wie das Schicksal es will, sah ich Westhouse, als ich hierher flog. Ich glaube, er war auf dem Weg zum Südtor. Wenn wir uns beeilen, finden wir ihn vielleicht noch dort. Gehen? Nein. Was heißt, ich bin noch nicht bereit? Natürlich bin ich bereit. Auf geht's. Großartig. Lass uns gehen. Ich weiß, wo sich das Südtor befindet. Glaub es oder nicht? Gut, denn ich bin grauenvoll schlecht, was Richtungen angeht. Wo liegt nochmal Norden? Ah ja, Brian Westhouse. Danke, Crow.
seltsam geformte Plätzchen. Wo war der nochmal? Südtor, wo auch immer das Südtor ist. Ich glaube, wir müssen erstmal zu diesem Marktplatz wieder hingehen. Und auf diesem Marktplatz war noch ein anderes Tor. Vielleicht ist das das Südtor? Ich bin mir selbst nicht mehr so wirklich sicher. Schauen wir mal. Hier, das da rechts. Das dachte ich mir. Ach halt, da steht er. Zoe, hier. Hi. Hey Brian, ich brauche deine Hilfe. Guten Tag, junge Lady. Crow hier sagte mir, du wärst eine Freundin von April Ryan. Ich kenne sie, ja. Ich bin Zoe Castillo. Brian Westhouse. Du und April, ihr hattet ein Problem? Geringfügig. Crow sagte mir, dass du uns vielleicht helfen könntest. Vielleicht. Wobei soll ich denn helfen? Wieder nach Hause zu kommen, denke ich, nach Stark. Das dachte ich mir. Ich fürchte, dabei kann ich nicht helfen, Miss Castillo. Aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Und wer? Ihr Name ist Weißer Drache. Und nach allem, was ich weiß, Crow, bist du in der Lage, sie zu finden. Kann ich. Da kann ich helfen. Ja. Drache? Wie diese großen, fliegenden, feuerspeienden Echsen? Eher die dünnen, hübschen, mit den tödlichen Beinchen. Ich glaube nicht, dass sie Feuer speit, obwohl sie sehr wütend werden kann, wenn du weißt, was ich meine. Hat's jemand verstanden? Hat's jemand mitgekriegt? Ja! Wo ist sie denn, diese Drachenperson? In einer Bibliothek. Dort, wo offenbar alle heißen Chicks hingehen. Sie ist an einem Ort, welcher die Stadt des dunklen Volkes genannt wird. Nur wenige wissen, wie man dorthin gelangt. Sie bewegt sich mit den Strömungen des Meeres. Aber Crow war schon einmal dort. Nicht wahr, Crow? Oh ja, ich war einmal mehrere Monate dort. Erlernte die uralte Kunst, auf meinem Hintern zu hocken. Auf meinen Hinterfedern. Und du könntest dorthin zurückfinden? Intuition. Ich kenne die grundsätzliche Richtung. Erinnere mich an die Winde. Sie rochen wie Zimt und Rosentee, eingebettet in ein duftendes Bouquet frischen Bullenmists. Mm. Aber ich könnte es auf einer Karte nicht zeigen, denn Karten sehen für mich aus wie das verrückte Gekritzel eines Affen. Und ich bin auch nicht in der Lage, ein Boot dorthin zu führen. Die Wellen machen mich krank und desorientieren mich. Wir werden kein Boot nehmen. Wir fliegen. Oh, dann warte ich hier, bis euch beiden dereinst Flügel gewachsen sind, okay? Dort, wo wir hingehen, Crow, brauchen wir keine Flügel. Oh, ein Flugschiff. Nice. Sowas wie ein Zeppelin vielleicht. Ich sage euch, nichts, was ohne Flügel fliegt, kann man trauen. Es ist gegen die Natur und alles, was heilig ist. Aber hey, keine Federn von meinen Knochen. Wenn es abstürzt, will ich nicht derjenige sein, der Flügel braucht. Dein Freund? Wird er es uns leihen? Er schuldet mir einen Gefallen. Übrigens, NPS, der Nordland-Paketservice, hat gerade seine Luftflotte vergrößert. Dieses Baby... Paketservice. ...war eins der ersten, das sie von den Azadi gepachtet haben, vor 7 Jahren. Aber selbst jetzt ist es noch gut in Schuss. Die neuen sind schneller, größer, besser. Aber für unsere Zwecke ist dieses Schätzchen bestens. Du willst also mitkommen? Ob ich mit dir komme? Das würde ich mir um nichts in der Welt entgehen lassen, Miss Castillo. Auf dieses Abenteuer freue ich mich richtig. Abgesehen davon braucht ihr mich, um das Schiff zu fliegen. Es braucht jemanden, der sich mit ihm auskennt. Ich weiß nicht. Ich traue keinem Vogel ohne Flügel. Ich behalte dich im Auge, Schwester. Eine falsche Bewegung und bam! Dann fühlst du den Zorn meines Schnabels. Bam. Wie Zoe im Hintergrund gelacht hat. Ist das geil. Im Namen der Göttin. Oh nein, bin Rime. Du wirst deine Waffen niederlegen und unseren Befehlen gehorchen. Was? Bleib hier. Beweg dich keine Handbreit. Durchsucht das Gebäude. Lasst niemanden entkommen. Wer hat uns verraten? Was im Namen der Sechs geht hier vor sich? Erspare uns deine Schauspielerei, Bürgerin. Wir wissen, dass du Rebellen Unterschlupf bietest. Rebellen? Natürlich nicht. Dies ist ein friedliches und gesetzestreues Haus. Wenn das zutrifft, wirst du eine offizielle Entschuldigung und eine Entschädigung vom Büro der Abgesandten erhalten. Aber ich fürchte, wir können deinen Worten keinen Glauben schenken.